Hallo YouTube, willkommen zur neuen Technik. Es wäre wieder Zeit, das neue Samsung Galaxy S23 Ultra. Heute mal endlich angekommen. Genau, Frontkamera hat 32 Megapixel Kamera. Und dieser Kamera hat 200 Megapixel Kamera. Also man kann sogar den Vollmond richtig gut erkennen. Genau. Und da nebendran ist da sogar ein Stift. Das heißt, man kann sogar prima mit dem. Also wirklich schön. Unfassbar. Es ist ja wirklich ein schönes Display. Ein traumhaftes Display. Das ist wohl für mich den besten Smartphone des Highlights 2023. Wirklich. Es ist wirklich ein schönes, großes Display, 6,8 Zoll AMOLED großes Display und diesen Rahmen, das sieht man da, ist es leicht gerundet worden. Letztes Jahr war das bei S22 Ultra, da war es eher ein flaches Display und dieses Jahr hat sich beim Display ein minimal geändert. Stört mich nicht wirklich, aber das Display, der ist leicht gerundet. War mega teuer. Also für Akkulaufzeit top. Einfach nur top. Also mir fehlen einfach die Worte. Kameratest. 200 Megapixel Kamera. Also wirklich schönes Display. Huch, mein Stift. Also man macht sogar beeindruckende Bilder. Man kann sogar beim wenig Licht auch fotografieren. Wenn man zum Beispiel ins Konzert geht oder irgendetwas oder man filmt sogar das Feuerwerk. Wirklich top. Macht beeindruckend. Ja, man kann sogar schöne Aufnahmen nehmen, auch in der Dunkelheit. Man kann sogar, wenn es Silvesternacht wäre, man kann sogar den Silvesterfeuerwerk prima, top, problemlos filmen, ohne dass es irgendwo verschwommen wird. Also wirklich. Und das sehen wir da wieder ein USB-C, 25 Watt. Man kann sogar auch 45 Watt aufladen. Und da nebendran ist auch die SIM-Karte. Also wirklich top. Genau, das Gerät hat wahrscheinlich Software-Updates, 4 Jahre und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Und der Akku wird sogar einiges aushalten. Und der ist sogar staubgeschützt, wasserdicht. Und das Gerät kriegt jetzt offensichtlich Updates. Und das machen wir jetzt gleich los. Gedränge will ich jetzt nicht filmen. Und da ist das Smartphone. Hat jetzt offensichtlich Updates und das kann jetzt noch einige Minuten dauern. Genau, das Gerät habe ich schon mal in der Hand getestet, wo ich im Handyladen war und das war ungefähr in Nürnberg. Also wirklich gute Kamera. Ich habe es noch nie auf der Hand gehabt, aber getestet habe ich das mal. Das war ungefähr vor 2-3 Wochen war das. Da habe ich mal das Gerät getestet. Jetzt offensichtlich läuft das Updates. Dann denke ich schon mal, wird das Smartphone für einen sehr langen Zeitraum immer wieder Updates kriegen, bis zu 5 Jahre, bis 2028, würde ich mal sagen, werden Sachen Updates laufen. Genau, den Rahmen fürs Handy mit Kamera verbunden, 8,9 und das ist offensichtlich noch ein Stück dicker. Was ich dazu sagen wollte, beim Samsung ist eigentlich immer so, der Samsung Galaxy A14 5G ist momentan das dickste Smartphone für die ganzen Samsung-Geräten. Das ist zwar für die Leute, wo nicht so viel Geld verdienen wollen, wo das ja kaum leisten, wir können eigentlich das A14 5G bedienen. Da kosten momentan unter 200 Euro. Für das Gerät müsste ich fast
100 € weniger zahlen. Das heißt, das Gerät hat fast 1.500 € gekostet, also fast kein Wunder, dass das Gerät 512 GB hat und bei Arbeitsspeicher hat sogar 12 GB. Also man kann das Gerät offensichtlich problemlos bedienen. Genau, das hat sogar Stereo-Lautsprecher. Wie gut ist der Lautsprecher? Wie gut ist der Akkulaufzeit? Wenn es mal fertig ist, dann werde ich direkt gleich nochmal zeigen, wie gut der Lautsprecher ist, wie laut der Lautsprecher ist. Das sehen wir uns gleich noch einmal. Zu einem neuen Video, liebe YouTube-Freunde, und herzlich willkommen. Heute haben wir den neuen Samsung Galaxy A54 5G. Ja, leider muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Eigentlich wollte ich am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, dem Video die Lieferung verpennt. Also das Gerät ist schon ein bisschen wärmer geworden, aber das hat echt einen guten Lautsprecher, ich will mir echt sagen. Also einen guten Stereo-Klang, wenn man zum Beispiel in der Küche was kocht oder backt oder was weiß ich, Kuchen backt oder in die Dusche geht. Genau, wenn man zum Beispiel duschen geht und das Wasser dampft im Badezimmer ein bisschen. Man kann auch Musik hören und das in der Dusche. Oder man macht sich noch gemütlich in der Badewanne und man hört gemütlich Musik. Außer das hat wirklich einen guten Stereo-Lautsprecher, wenn wir echt sagen. Ja, wenn es nicht mehr zu viel zum Sagen gibt, also wenn das Video da trotzdem euch gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und da wird bestimmt noch eine der Testbericht, Wassertest. Egal welchen Wetter. Man kann auch bei Schauer und Gewitter oder was weiß ich rausgehen, das Gerät problemlos nass zu werden. Außerdem ist es ja auch staubgeschützt. Fingerabdrücke, will ich mal sagen, sieht man zwar ein bisschen. Jetzt ist mein Akku eh ziemlich leer. Das hat nur 205%. Okay, wenn das Video. Einfach einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.